Servus, herzlich willkommen hier zur allerersten Ausgabe von Crazy Challenges. Ja, ich sag das Ganze jetzt einfach mal so, dass es so heißt. Wenn es nicht so heißen sollte, dann seht ihr jetzt im Titel, dass es ganz anders heißt. Ich habe auch keine Idee. Egal. So, ich habe gesagt, dass ich mit Novi mich heute treffe. Heute ist Sonntag und gestern war ja wieder der große Livestream. Der letzte, was ihr wollt, der vierte Teil, wer es noch nicht gesehen hat, jetzt einmal oben auf die Infokarte klicken und dann direkt mal dort reinschauen. Nach dem Video. Denn jetzt geht's ja erstmal hier los. Ich habe gesagt, okay, das war zwar der letzte Stream, wo ich diese 25 bekloppte, bescheuerte, dämliche, kranke, krasse Sachen mache, aber weil ihr das am liebsten mögt, geht's damit weiter. Und zwar in Form von einem Video. Mal schauen, wie oft wir das schaffen, ob wir das wöchentlich schaffen oder nicht. Auf jeden Fall wird öfter da jetzt was kommen. Die Idee, 5 Aufgaben. 5 Aufgaben, die ich jetzt machen muss. Davon muss ich mindestens 3 schaffen. Wenn ich diese 3 Aufgaben nicht schaffe von den 5, dann kommt nochmal obendrauf eine Bestrafung für mich. Die Bestrafung heute, ja, sowas wie Tabasco, so eine scharfe Soße. Davon ein Esslöffel, vielleicht auch 2, ja, sagen wir mal 2 Esslöffel. Und damit muss ich eine Minute lang gurgeln mit diesem scharfen Zeug, ja. Also das wäre meine Bestrafung, wenn ich von den 5 Aufgaben 3 nicht schaffe. Aufgabe 1. Und zwar hier das Fahrrad. Ich werde jetzt mit dem Fahrrad versuchen, ja, wir nennen Backflip heißt das, glaube ich. Kann das sein? Nennt man es Backflip? Er sagt nein. Gut. Wheelie oder Backflip? So? Wheelie? Hm? Wheelie? Na, Ben. Ganz wichtig dafür, wir brauchen Regeln. So, Novi, ich stelle mich jetzt hier links hin. Rechts werden Regeln eingeblendet. So, also, die Regeln dazu. Schaffe es, von A nach B zu fahren, auf dem Hinterrad, ohne Absetzen, ohne Umfallen. So eine Art steht das da jetzt sicherlich. So, das heißt, wir müssen erstmal eine Distanz finden, die ich hier fahren soll. Erstmal ein bisschen Probe, ja, Probe muss gestattet sein. Und dann schauen wir mal, wie ich mich eingrufe, ja. Und dann kommen wir nochmal zu der Distanz. So bringt das keinen Spaß. Also irgendwie, ich muss noch ein bisschen stylischer aussehen. Moment. Yeah, da ist er wieder. Ich bin wieder zurück. Ja, Schizoman. Und jetzt werden wir mal schauen, ob ich das Ganze schaffe. Los geht's. Gewicht verlagern. Du musst eins werden mit dem Fahrrad. Du musst das Gleichgewicht verlagern. Das Gleichgewicht verlagern. Versuche ich ja. Ich schmecke die ganze Zeit schon meine Kiste raus. So, das war die Probe. Gut. Ich bereite mich nur mental vor. Es ist nicht, weil ich erschöpft bin. Ich bin auch nicht fett. Bin ich nicht. Wirklich? Nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich bin fett, sagt er. So. Ich krieg das Ding nicht richtig hoch, Novi. Was soll ich machen? Ich muss ja so irgendwie sein. So, im Prinzip. So ja, im Prinzip. So irgendwie. Ach so, vielleicht auch noch die Bremse dabei drücken. Dass das Hinterrad nicht weiterrollt oder so. Bringt das vielleicht was? So, ich habe hier so ein paar Sachen zur Markierung. So, das ist jetzt meine Distanzstrecke von ungefähr 1 Meter.
So sieht's aus. Erst einmal an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für gestern, für den Livestream, dass für meine Verhältnisse so viele zugeschaut haben. Danke an Tanja für das neue Abo, was dazugekommen ist. Vielen lieben Dank. Und dass ihr alle so aktiv im Chat wart. Das muss sein. Das Dankeschön geht an euch raus. So, und für alle, die zum ersten Mal hier zuschauen, abonnieren, Freunde. Ne? Auf jeden Fall abonnieren. Muss ich das direkt mit einem Versuch schaffen? Ja. Scheiße. Dafür hast du ja trainiert. Mehr ist traurig. Dafür kriege ich auf jeden Fall Dislikes. Definitiv. Wird immer trauriger. So. An der Stelle nochmal vielen Dank an meinen Vater für die Leihgabe des Fahrrads. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich an die nächste Aufgabe. Hör auf mit der Scheiße, das hast du schon im letzten Video gemacht. Gut, verloren. Erste Aufgabe nicht bestanden. Schauen wir mal, was uns als nächstes einfällt. Aufgabe 2. Schizos, ich habe hier gerade noch mal zwei junge Herren angesprochen. Die sahen nämlich so aus, als wenn sie es drauf hätten, hier mit diesem nach hinten. Ja. Und deswegen, ich habe jetzt gar nicht nach den Namen gefragt, aber liebe Grüße gerne an euch raus, wenn ihr das heute Abend seht. Die waren so nett, mir hier ein bisschen zu helfen. Und er hat gesagt, ja, du musst den ersten Gang, du musst mit dem rechten Bein, also mit deinem stärksten Bein, musst du halt durchtreten. Ja, ich habe es hier probiert. Ich habe mich nochmal richtig übelst auf die Fresse gelegt, ja. Schade, dass ihr es nicht sehen konntet, aber gut. Hier ist der Beweis. Ja, Hose ist jetzt grün. Die guten Schuhe, ja. Die guten Schuhe von Pussy for Man. Ja, Pussy for Man kann ich nur jedem empfehlen. Aber zum Glück war die erste Reaktion nicht sondern ist ihnen etwas passiert, ja. Ich habe gelacht. Ja, das war auch der Einzige, der gelacht hat. Ja, er hat wirklich gelacht. So, nicht so dicht dran, wenn ich hier so verschwitzt bin. Dann wirkt das ja noch dicker alles. Das muss nicht sein. Will doch nicht so. Du musst auch mal wissen, wie man richtig filmt. So. Aber du bist ja hier in der Ausbildung. Ist okay. Ne? Hier, da guck, bums. Alles verwackelt, das ganze Bild. So, ich will euch auch gar nicht weiter mit diesen erbärmlichen Dreck nerven. Also jetzt kommen wir wirklich zur Aufgabe 2. Jetzt. Sag das doch, du Affe. So, okay. Schizos. Ich habe mich schon richtig angezogen. Jetzt wird's richtig krass. Ich kann nur sagen, nicht nachmachen, ja. Nicht nachmachen ist schweinegefährlich, ja. Schweinegefährlich. Ich nehme mal die Brille ab, damit ich was sehe. Folgendes habe ich jetzt vor. Ich werde jetzt hier Böller anzünden, ja. Die sind noch von Silvester übrig. So lange wie möglich den Böller in der Hand halten, um ihn in letzter Sekunde wegzuwerfen. Aber in allerletzter Sekunde quasi, dass er in der Luft explodiert. Und wenn ich Schiss habe, dann werfe ich ihn vorher weg. Aber er darf nicht auf den Fußboden kommen und dann explodieren. Dafür müssen wir aber vor ein paar Experimente machen. Ich werde jetzt schon mal 3 Probeböller loslassen. Ich werde im Kopf mitzählen, wie viele Sekunden das Ganze braucht. Oder hier, Novi wird das mal so ein bisschen vor der Kamera einblenden. Wie lange es dauert, ungefähr, bis ein Böller losgeht. 1, 2, 3. Ja, du hast ein bisschen zu spät angezündet. So 5 Sekunden. 5 Sekunden. Also jetzt zeigt er 6,15 an. Okay. Aber du hast ein bisschen später gezündet, also 5 Sekunden. So, zweiter Versuch mal in der Hand direkt mit Handschuhen. 1, 2, 3. Oh. Der ist mir aus der Hand gefallen. 4,5. 1, 2, 3.
Ja, 4,5. Wenn das jetzt ohne Handschuh wäre, ja. Ich sag mal, da war schon so ein kleiner Wumms dahinter an den Fingern. Auf keinen Fall nachmachen. Okay, also wir müssen, damit die Leute auch alle Bescheid wissen, müssen wir die Leute mehr warnen. Ist das jetzt Warnung genug? Was war das jetzt? Unter 5 Sekunden, ja? Unter 5 Sekunden, dann geht das hoch, ne? 4,5. Also, nach 4 Sekunden muss ich das Ding wegwerfen. Ich darf nicht vorher wegwerfen. Ich werfe in die Richtung gleich, ja? In die Richtung. Und das Ding muss in der Luft explodieren. So. Los. Das war aber schwach. Was war das denn? Erstmal Kacke geworfen. Viel zu früh losgelassen. Gibst du mir noch eine Chance? Nö, das war richtig schwach. Aber ich kann doch sagen, das war noch Probe. Wollen wir sagen, das war noch Probe? Das war ein Test noch. Das war noch ein Test, ne? Ja. Hatte ich ja auch gerade gesagt, oder nicht? Ich werfe in die Richtung gleich, ja? In die Richtung. Und das Ding muss in der Luft explodieren. So, und das jetzt ist erstmal noch ein Test. So. Jetzt geht's los, jetzt mache ich's richtig. Action, Action. Ja, nach 4 Sekunden darf ich das Ding erst abfetzen, wegwerfen. Jetzt gilt es. So, wir müssen ein bisschen Gas geben. Die Sonne geht weg, Freunde. Noch 3 Aufgaben. Los geht's. So, Schizos, willkommen zur nächsten Aufgabe. Aufgabe Nummer 3 ist ziemlich einfach. Nobby steht schon bereit. Und weil er da schon so steht, blenden wir direkt mal dort die Regeln ein. Ah, herrlich, viel, viel besser. Ja, ich drehe jetzt 30 Runden auf dieser Drehscheibe. Wir sind hier wieder auf dem Spielplatz. Und dann hoffe ich, ist mir richtig duselig. Und dann müssen wir schauen, dass ich dann irgendwo an die Seite gehe. Nobby muss dann schnell zur Kamera, dass er mitkommt mit der Kamera. Ich muss dann auf einem Bein stehen für, sagen wir mal, 30 Sekunden. Das wird ziemlich schwierig. Und jetzt fährt Nobby mich da drehen. Jetzt musst du 30 Mal drehen, Alter. Bist du ja derjenige, der nachher geworden ist. Gesetzt, nicht umgefallen, gut, ja, ich war ein bisschen am Schwanken, aber alles gut soweit. Die erste Aufgabe, die ich 100% bestanden habe, Schizos. Wir kommen zur Nummer 4, los geht's. So, Schizos, jetzt geht's in die nächste Runde, Aufgabe 4. Und jetzt werde ich mich hier mal auf den Reifen stellen, auf ein Bein, und ich werde mal versuchen, so circa, sagen wir mal,
20 Sekunden, 30 Sekunden da zu stehen. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Aber dafür brauche ich natürlich jemanden, der mir hilft, der mir ein bisschen Anschwung gibt. Und ich schau mal, wen ich hier so finde. Ja, gehen wir mal dahin. Ah, ja, ein paar haben sich gefunden. Ja, ihr habt gesehen, kleiner Probedurchgang und jetzt wollen wir mal schauen, dass das Ganze richtig rockt. Also, vorne komme ich mit den Schultern so ein bisschen gegen, ja, also ich habe so einen ganz leichten Halt. Aber ich muss schon schauen, dass ich halt nur auf einem Bein stehe. Das ist die Herausforderung. Ich würde sagen, dadurch, dass ich oben so ein bisschen Halt habe, müssen wir schon eine Minute mindestens schaffen, ja. Also, ich darf nicht den Fuß absetzen, ich darf da jetzt nicht irgendwie rausrutschen. Schauen wir mal, ja. Ist jetzt nicht so die Hardcore-Aufgabe, aber schauen wir mal, ja. Der Fame ist da. So, okay. Jetzt schont mich aber nicht, jetzt gibt ruhig Gas, ja? Haut ruhig rein. Nach vorne, nach hinten und ich schau mal. So, okay, los geht's. Abgefahren. Aus der Puste ein bisschen, ja. Es war nicht ganz so schwer, ja. Also ich habe mich ja oben auch immer abstützen können. Aber ich glaube, wenn wir mal in Echtzeit die Minute mitlaufen lassen, dann sehen wir, dass die Minute hier ein bisschen getürkt war. Ich glaube, das war ein bisschen länger, ja. So, und naja. Aufgabe geschafft, oder? Ja. Ja. Nein. Nein? Ja gut. Was sagt der Kameramann? Aufgabe geschafft, auf einem Bein stehen, nicht absetzen. Geschafft. So nämlich. So. Das war die vierte Aufgabe. Was eine kommt noch, Nummer 5. Ja. Können wir jetzt mitmachen? So, Nobby, der ist hier schon ein bisschen am Planschen, ja. Ja, jetzt könnt ihr ihn endlich mal sehen. Das ist hier mein Profi-Kameramann, die Chat-Polizei, mein Manager, mein Lebensgefährte. So, also, nächste Aufgabe und die letzte der erbärmlichen Aufgaben von heute. Und zwar, ihr erinnert euch an den Stream von gestern und da hieß es doch, ich solle mir mal OBs in die Ohren stecken. Die Idee war an sich ja schon nicht schlecht. Ich habe das Ganze dann noch erweitert und sagte ja dann aber auch in die Nase und in den Mund. Und spann mal an dabei.
Der absolute Wahnsinn! Dann habe ich das erweitert und habe gesagt, nee, wenn dann auch in die, in die Nase, in den Mund und so weiter und so fort. Und eigentlich hatte ich gesagt, mit Honig reinstecken. Wir toppen das jetzt aber anders. Und zwar, seht ihr ja schon, Novi, mach mal Probe da. Ja, wir haben hier so eine Wasserpumpe. Da kommt Wasser raus. Sehr gut, sehr gut. Du bist top im Bild. Wir blenden mal die Regeln ein. So, es ist jetzt ganz einfach. Ich stecke mir jetzt quasi in sämtliche Körperöffnungen, nicht in alle, aber in die meisten, Nase, Ohren, Mund. Und gerade im Mund wäre das interessant. Ich werde mir ca. 10 OBs reinstecken, die dann, wenn sie sich mit Wasser füllen, das doppelte Volumen erreichen. Und ja, dann mal schauen. Aufgabe also, 10 OBs in den Mund, 2 in die Ohren, Nase, auch 2. Dann mit Wasser drauf und dann eine Minute aushalten, ne? Wie viele habe ich jetzt hier eigentlich? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann sind hier noch 2. Dann fehlt noch einer. Einer müsste noch im Beutel sein. Sag mal, ist das nicht ein bisschen unschlau, mir welche in die Nase noch zu stecken und 10 im Mund? Wo kriege ich nachher Sauerstoff her? Da haben wir wieder nicht mitgedacht, ne? Zwei Dumme hier wieder. Das kann ja hier nichts werden auf YouTube, wenn wir keinen Grips haben. Ich muss ja irgendwo eh noch Luft herkriegen. Dann lassen wir einen Nasen noch frei und dann stecke ich mir dafür trotzdem 10 in den Mund. So. Okay. Maul ist zwar aufgeplatzt, aber noch so, dass alle drinnen blieben. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war, ja, Crazy Challenges für heute. Ja, ja, die guten Tampons. Da hatte ich sie gerade noch alle in dem Mund, ja, alle 10 Stück. Und ja, im Realtime ist es jetzt allerdings 7 Uhr morgens. Das haben wir gestern gedreht, gestern. Und ich habe nun die ganze Nacht lang an dem Video geschnitten. Man sieht in dem Video vielleicht auf den ersten Blick nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, aber da steckt sehr viel Arbeit drin. Und hinzu kommt noch, dass der PC bei mir hier heute absolut abkackt, abschmiert
und ich total lange gebraucht habe, bis er immer alles verarbeitet hat an Dateien und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt egal, darum geht es ja nicht. Denn normalerweise, ja, haben wir den Dreh so beendet, dass ich, ja, die geforderten 3 Aufgaben bestanden habe von den 5. So. Aber erst jetzt in der Nachbearbeitung habe ich ja gesehen, dass die Geschichte mit Schizo-Roulette, dass ich die eigentlich verloren habe. Ich dachte aber, ich hätte sie gewonnen. Ja, dort waren 2 nette Mädchen in der Nähe und die haben die Sekunden mitgezählt, wie lange ich auf dem Bein stand. Und die haben gesagt, 30 Sekunden sind um und ich habe mich drauf verlassen. Aber ich hätte noch 9 Sekunden lang länger auf einem Bein stehen müssen. Ich hätte es geschafft, da bin ich mir sehr sicher. Aber nun ist es, wie es ist. Ja, die tatsächliche Zeit sagt etwas ganz anderes. Und dementsprechend habe ich leider 3 Aufgaben nicht geschafft und nur 2. Und das bedeutet, ich muss die Bestrafung über mich ergehen lassen. So, haltbar. Also es ist hier nochmal, ne? Jalapeno-Soße extra hot. Echt eine Minute gesagt. Das gibt's doch gar nicht. Eine Minute? Eine Minute oder was? Eine Minute soll ich das jetzt gurgeln? Da kommt mir jetzt ja schon alles hoch. 2 Esslöffel auch noch. Da war ich mir aber sicher, dass ich die Aufgaben schaffe, was? So. Ja, Leute, ich kann euch das jetzt mit... Ja. Also, ist voll, ne? Da schneide ich vor euch die ganze Nacht das Video und muss jetzt auch noch sowas hier machen. So, wer es noch nicht getan hat, bitte abonnieren, ja? Danke. Bis zur nächsten Ausgabe. Wir haben jetzt schon wieder viele verrückte Ideen, was wir machen wollen. Bis zum nächsten Mal. No risk, no fun.